Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banjo und Kazooie. So, wir sind hier stehen geblieben in der dritten Welt. Allerdings habe ich das Ganze schon mal aufgenommen. Und mein Aufnahmeprogramm war in der Meinung, nein, du nimmst das hier garantiert nicht auf. Ja, so hatte ich bloß Audiomaterial, aber kein Video. Okay. Also mache ich den ganzen Käse jetzt nochmal von neu. Das heißt, ich muss einen neuen Spielstand eröffnen. Und mich wieder hierher spielen. Nervig. Es nervt einfach nur. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, was ich als erstes tue. Ich würde sagen, wir stellen uns auf die Schraube. Okay, jetzt mal kurz. Okay, nimmt jetzt auf. Ich hoffe auch bis zum Ende diesen Parts. Gut, dass da Wasser ist. Sauber. So, jetzt spielen wir erstmal kurz Zahnarzt. Denn Fons hat uns ja gesagt, da dammit. Also Zahnschmerzen hat. Okay, also als nächstes dieses Zähnchen. Na komm schon hoch, mein Dickerchen. Komm da hoch wieder. So, bevor wir reingehen, sollten wir noch was anderes tun. Ich versuche das so ein bisschen nach Plan zu machen. Lass mal abzusaufen. Okay. Und dann springen wir hier rüber. Machen den Bastard platt. Und uns das extra Leben. Und spacken hoch. So. Okay. So, sauber. Dann würde ich sagen. Nee, ich hab noch was vergessen. Scheiße! Wieso passiert mir das? Die andere Seite noch. Gott. Naja, ich hör dich. Beim letzten Teil diesen Parts habe ich den letzten Shinjo hier geholt. Und ja, das wäre dann hier der letzte Shinjo gewesen. Kann er das bloß. War da jetzt? Hä? Muss schon mal überlegen. Ich glaube, da drinnen war eine leere Honigmappe, ja. Ich habe auch erst gedacht, ganz am Anfang an ein extra Leben und dann, nö, wurde ich doch überrascht. Wow. Okay. Versuche ich nochmal hier reinzukommen. Da versteckt sich nämlich noch eine Honigmappe. Eine leere. Und die möchte ich gerne haben. So, hoch. Sauber. So, jetzt warten wir noch mal kurz hier. Und alle ab. Jetzt machen wir den ganzen Müll noch mal neu. So, Kazooie und zack. Ja, fein. Sauber, 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 sauber. So.
Jetzt würde ich mal behaupten, dass wir bei dem Loch hier oben anfangen. Oder? Ja, scheiß drauf. Jetzt machen wir einen Klenker als nächstes. Und das war zu früh. Okay. Unstrukturiert. Sorry. Also gehen wir jetzt nochmal kurz raus. Wir sollten doch mit die Zähnchen anfangen. Okay, ja. Ist ja schon gut. Ich hab's verstanden. Sauber. Dann können wir uns doch gleich mal den Müll hier einsammeln. Gleich mal hier sind. Noten, das möchte ich. Okay. Lauf schnell zurück. Ich erkenne doch gerade ein bisschen zu schlecht, weil die Sonne genau drauf prallt und das Spiel eh schon ein bisschen dunkel ist. Und gehen wir hier mal in die Zahnlücke rein. Sauber. Gehen wir wieder raus. Gucken dann in sein Club oder ne. Und dann würde ich mal sagen, hier wieder rein. Kriegen wir ein bisschen Schädel. Und lassen wir uns von den. Au, die ärgern mich doch. Okay. So. Okay. Fangen wir mal an mit der Aufgabe hier. Bitte springen, tauchen, springen, tauchen. Einen anderen Rhythmus gibt's hier nicht. So. Zeit für ein Salto. Hey. Sag mal. Sauber. Weg von den schwappeligen Dingern, die tun uns weh. Jetzt nochmal kurz flattern. Die Aufgabe ist ziemlich einfach. Und pluppern wieder ab. Um den Wasserspiegel anzuheben. Und ein Puzzleteil zu kriegen. Sauber. Mal gucken. Sehr schön. Jetzt funktioniert alles. Jetzt funktioniert es wieder. Sehr schön. So. Ja. Das sagt er jetzt, weil wir das ja schon in der zweiten Welt gesehen haben. Ich habe sie nämlich nur übersprungen. Ich habe die Moves erlernt und bin gleich wieder raus, dass ich hier weitermachen konnte. Ich habe keinen weiteren Speicherstand mehr hatte. Okay. Ja, jetzt kommt unsere Unverwundbarkeit. Ich mag diesen Move ziemlich, weil, wie der Name schon sagt, unverwundbar ist. Linken Schalter rein, ich glaube rechten Stick nach links und dann aktivieren. Ja, komm. So. Und zack. Wir werden hier nicht geschnetzelt. So schön. Ah, nee. Weißt du? Und nochmal.
Sehr schön. So muss das laufen. Okay. Und das erledigt. Und da unten alles erledigt. Und da würde ich mal sagen, wir schwabbeln mal hier kurz hoch. Schwabbeln wir kurz hier runter. Vergessen das Puzzleteil, ne? Aua, siehst du? Und schon tut er mir weh. Finde ich aber nicht nett. So, wo ist sich das letzte Puzzleteil versteckt? Haben wir ja auch gesehen. Komm mal wieder runter. Ich will hoch. Oh, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Und das klappt einfach nicht so. So. Schreibchen noch drinne. Geh mir rein. Hexenschalter aktivieren. Kommt die Klopscher hoch. Und aktivieren das Schutzschild. Prattern hier durch die Botanik. Haben alle Noten und alle Puzzleteile. Und alle leere Honigwaben. Und tschüss. So. Da wird die Welt ja jetzt abgeschlossen. Statistik. Ja. Alle Noten, alle Puzzleteile, alle Honigwaben mit raus. Sauber. Sehr schön. Wunderbärchen, Wunderbärchen, alles klärchen. Also raus jetzt hier. Subi, subi, subi. Und jetzt können wir hier wieder verschwinden. Raus aus der Drecksbrühe. Ciao, Klenker. Man sieht sich. Ich mag das Fischchen, was dort hinten rumschwabbelt. So. Komm, mach schon hoch. Okay. Flattern wir mal kurz raus. Okay, sauber, 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 sauber. Ich muss natürlich wieder das Tor da hinten öffnen. Und die Plattform habe ich vergessen. Sauber. Kurz mal rüberflattern. Hätte ich ja vor uns alles machen können, ne? Der Typ, der denkt einfach nicht dran. So, jetzt mal hier oben. Machen den Kollegen platt. Hallo, Grundhilda. Ja, 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 ja. Das kennen wir doch schon alles. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Man kann es einfach nicht umgehen. Sauber. So. So, bevor der andere Dicke uns auf den Sack geht. Verstand ist, da gibt es kein Geld. Oder so.
Sauber. Und somit öffnen wir die vierte Welt. Eine sumpfische Welt. Mit giftigen Fröschen und auch nervischen Libellen. Würde ich mal so behaupten. Ja. Nicht mein Favorit, aber egal. Muss gemacht werden. Kommt man nicht drum herum. Okay. Wisst ihr, ich habe mir hier oben noch gar nichts geöffnet. Sauber. Ach, was mache ich denn schon wieder? Geh weg. Pfui. Aus. Supi dubi. Dann spammeln wir mal hier durch. In der nächsten Folge gibt es dann auf jeden Fall eine sumpfische Welt. Vom Abwasser in den Sumpf nahe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir ein Däumchen nach oben da. Eine Bewertung. Und wenn du keine spannenden Folgen mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Ich bin jetzt raus. Euer Bärmensch. Ciao.